kleines Mini-Update am Freitag und das Ganze mal mit einer komplett anderen Ansicht. Die schon ein bisschen länger dabei sind, die werden sich direkt gewundert haben, wo ist denn das Flussbiotopbecken? Das stand ja normalerweise immer hier. Richtig, das ist erstmal abgewandert. Das steht einmal gegenüber von mir. Die Kallax-Regale sind komplett weg, bis auf das Kallax-Regal, wo eben das Becken noch draufsteht. Das ist noch weiterhin da. Schauen wir uns gleich mal in aller Ruhe an. Und das hier wird so in etwa die Fläche sein, wo ich das 1,80 Becken eigentlich stellen wollte. 1,80, 40 hatte ich so nur in der eigentlichen Planung und ich wollte auf IKEA Bester Unterschränke gehen. Allerdings aus gegebenen Anlass, hinten Bachlauf Aquarium, das Theater, werde ich darauf verzichten. Es wird was anderes geben. Es wird ein Alu-Stecksystem geben, beziehungsweise ein Alu-Schwerlastregal. Dann mit einer Höhe von 75 cm, also ein bisschen höher als der Tisch. Dann inklusive Holzabdeckplatte und das Ganze ordentlich verdübelt an der Wand, dass da auch nichts passieren kann. Und das neue Becken, was hier stehen soll, auf der kompletten Länge, was ihr jetzt aktuell gerade so sehen könnt, wird dann sehr wahrscheinlich werden 1,50 mal 30. Das ist so ein kleiner Kompromiss, den ich gehen muss, also nicht ganz so tief, aber ich denke mal mit einer 30er Tiefe und dafür mit einer 1,50 Länge kann man in jedem Fall auch ein bisschen was anstellen. Das Ganze dann 40 oder vielleicht sogar 50 cm hoch, also alles in allem 180, 200 Liter. Pi mal Daumen. So, das Becken machen wir dann in jedem Falle für die Medano Terrenia Lacustris. Und in der Zeit bis dahin werden die erstmal abwandern in das Flussbiotopbecken. Das ist ja noch besetzt gewesen mit den Kardinalfischen. Ein Teil davon ist schon wieder abgewandert. Ich habe nämlich das alte Zimmerpflanzenaquarium, das flache Becken, wieder ja, auf die Schnelle reaktiviert. Da hängt der Filter dran, da hängen die Einhängetöpfe drin. Schauen wir uns das gleich auch nochmal an. Die ersten Kardinalfische sind auch schon drin. Und die sollen ja sowieso rüber in den Garten. Und ich denke mal, für die ist es weniger Stress. Ne? Jetzt erstmal da noch für 14 Tage da einquartieren, bis dann im Garten der Miniteich soweit ist. Ist das überhaupt kein Problem. Für die Medano Terrenia Lacustris in der Tonne wäre es ein bisschen stressig geworden. Ja, deswegen habe ich das Thema Tonne dann doch wieder verworfen. Die Tonne geht als Regentonne ab in den Garten. Von daher war es jetzt kein wirklicher Fehlkauf. Das ist soweit alles in Ordnung. Und ja, von daher. Es kommt, wie es kommt. Ne? Und die letzten Tage waren extrem stressig. Ja. Alles fing an mit der Tonne. Ich wollte sie ja draußen auf den Balkon stellen, aber ja, als sie dann eben so stand, an dem Punkt, wo ich sie eigentlich ganz gerne stehen haben wollte, dachte ich mir, ist schon ein ordentliches Teil, das Teil. Also ne? 58 cm Durchmesser kann man nicht so wirklich unterschätzen. Nur mal kleiner, 120 Liter wäre keine Option gewesen, ne? Weil eben ein bisschen Platz eben dann doch schon da sein sollte. Wenn schon alles sich irgendwie komprimiert, ne, in so einem bauchigen Teil. Von daher, ja, keine Tonne, also auf dem Balkon. Die geht als Wasserfass ab in den Garten und die Lacustris gehen erstmal in das alte Flussbiotopbecken. So, das schauen wir uns jetzt mal direkt an. Ich brauche nur die Kamera drehen. So, schwuppdiwupp, einmal drehen und wir haben das Flussbiotopbecken. Ja, steht weiterhin noch auf dem Kallax-Unterschrank und ich kann mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass das Becken da stehen bleiben wird. Weil es gefällt mir da an dem neuen Standort richtig, richtig gut. Ja, noch so ein bisschen improvisiert das Ganze, ist noch nicht alles fertig. Wie gesagt, das war alles ein bisschen viel gestern. Und ja, was soll ich sagen? Ja, Stück für Stück geht es weiter, aber das wird jetzt erstmal dann das zwischenzeitliche Zuhause werden für die Medano Terrenia Lacustris. Also paar Kardinalfische sind noch drin, nicht mehr ganz so viele. Ja, einige Versteckmöglichkeiten natürlich auch. Ich habe hier nichts weiter erstmal verändert. Ich muss schauen, dass ich noch ein bisschen Platz mache für die Lacustris. Klar, die wollen ein bisschen mehr Schwimmraum. Vollkommen klar. Ist natürlich noch alles ordentlich wild zugewachsen. Sind ja einige Pflanzen mit drin, die ich ganz gerne noch im Bachlauf-Aquarium untergebracht hätte. Aber ja, wie es manchmal so ist, manchmal kommt eben alles ein bisschen anders da als vorher gedacht. Ja, das so eben die Ansicht von eben gewesen, wo ich eben gesessen habe und eben jetzt einmal direkt gegenüber das Kallax-Becken. Wie gesagt, ich kann es mir an dem Standort sehr, 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 sehr gut vorstellen. Ich glaube, das ist dann von hier aus auch eine richtig geile Ansicht. Ne? Wenn du da rüber guckst, hast dann da das Kallax-Becken stehen und dann hier auf der Seite das 1,50 m-Becken. Also ich glaube, das könnte am Ende richtig, richtig hübsch werden. So, ich würde sagen, jetzt gehen wir mal ganz kurz bei den Kardinalfischen, bei den restlichen Kardinalfischen vorbei, denn die sind ja im improvisierten Zimmerpflanzenaquarium.
Ja, manchmal ist ganz gut, wenn manche Dinge einfach mal ein bisschen stehen bleiben. Ansonsten wäre mir diese einfache und schnelle Ausquartierung hier überhaupt nicht möglich gewesen. Also das alte Zimmerpflanzenaquarium 60-40 im Grundmaß, 18 oder 20 hoch. Ich meine 20 cm ist das Becken hoch. Erstmal bestückt hier mit dem Sunsun CPG 800 Hang-On-Filter und den ganzen Hydroponic-Töpfen, die ja eigentlich für das Wachlauf-Aquarium geplant gewesen sind. Und ja, Bodengrund habe ich eingebracht von Amtra, diesen Kies, der auch schon draußen in den Mini-Teichen unterwegs ist. Gefällt mir optisch richtig gut. Ja. Und ja, die ersten Kardinalfische, wie gesagt, sind bereits eingezogen. Und ich denke mal, hier sind sie dann auch ganz gut versorgt, bis es dann früher oder später rüber in den Garten geht. Ja, alles in allem dann doch ein bisschen entspannter jetzt zum Wochenende hin als noch Anfang der Woche, wo ich überhaupt nicht wusste, wie ich die ganze Geschichte hier am idealsten angehen soll. Deswegen auch die Idee mit der Tonne. Aber nee, ich kloppe keine Tiere in die Tonne. Das bleibt ja jetzt so, wie ich es euch eben auch gezeigt habe. Und ich denke mal, das wird dann auch die beste Lösung ja, im Moment sein. Ne? Eine optimale Lösung so eben mal aus dem Hut zaubern ist halt ein bisschen schwierig. Aber ich denke mal, für eine gewisse Zeit als Übergangslösung ist das Kallaxbecken in jedem Falle schon ganz okay. 6 Lacustres plus die 6 Netz-Pinselalgenfresser, die ja auch noch nicht allzu groß sind. Also für eine gewisse Zeit ist das schon in Ordnung und die Neuplanung in Richtung neues Becken laufen ja sowieso. Ich nehme an, das 1,50 Meter Becken wird dann auch ja, als erstes Becken dann parat stehen für die Lacustres, ne, in der Richtung dann irgendwie so abgestimmt und als Ersatzbecken für das Bachlauf-Aquarium. Gut, das wird sich eh nochmal ein kleines bisschen ziehen, weil da muss ich unterkonstruktionsmäßig komplett andere Wege gehen. Das wird auf dem Alu-Stecksystem hinauslaufen, grob überschätzt um die 300 Euro alleine für den Unterbau. Und dann wird es auch in dem Zuge ein neues Becken geben. 1,40 Meter kann ich mir maximal vorstellen. Ja, 60er Höhe vielleicht, vielleicht sogar eine 70er Höhe. Also da kann dann schon alles Mögliche in Richtung 400 Liter, vielleicht ein bisschen was drüber. Dann da hinten hin, solange die Unterkonstruktion eben dann auch wirklich bombensicher und fest steht. Aber ich denke mal, mit einem Alu-Stecksystem ist das in jedem Fall auch gewährleistet. So, schauen wir mal eben ganz kurz bei einem Pastellgrundel-Männchen vorbei, denn der hat das Gelege leider aufgegeben. Ja, das ist ein bisschen schade. Ich habe gestern noch reingelinst, da war das Gelege noch da. Na, jetzt aber das Männchen auch schon wieder unterwegs außerhalb der Höhle und wir können gerade mal reinschauen. Also so wirklich was zu erkennen ist jetzt leider nicht mehr. Na, da oben rechts in der Ecke hing hier alles voll mit Eiern. Jetzt eben leider eben keine Eier mehr zu sehen. Ja, irgendwas aufgefallen ist mir allerdings auch nicht. Ne? Also dass irgendetwas hier vielleicht frei umher schwimmt. Gut, es sind natürlich auch einige Versteckmöglichkeiten da. Ne? Jetzt hier mit der Procostomon quadrifolius einige Rückzugsmöglichkeiten da. Also es ist schon möglich, dass irgendetwas geschlüpft ist und ja, sich quasi jetzt hier zurückgezogen hat. Aber bisher entdecken konnte ich leider noch nichts. Ja, Fressgefahr von den älteren Tieren geht eigentlich nicht aus. Ne? Also die Männchen haben da schon eine Beißhemmung. Der muss da schon ordentlich Kohldampf schieben müssen, ja, bevor er sich da an Jungfischen vergreifen würde. Bei den Weibchen ist es auch so. Ne? Auch die haben da in der Regel eine Beißhemmung und gehen da an die frisch geschlüpften, freischwimmenden normalerweise nicht ran. Ja, bleibt noch das zweite Weibchen im Bunde. Ja, die ist ja auch noch da. Beide Mädels im Moment so einen leichten Ansatz. Ja, also es könnte gut sein, dass es demnächst dann gleich weitergeht. Aber gut, ist jetzt erstmal so, wie es ist. Also Nachwuchs, ja, ich würde sagen, nein, weil ich einfach nichts erkenne. Das ist ein bisschen ernüchternd an der Stelle. Jetzt hat es so lange gedauert. Ja, und dann war endlich mal das erste Gelege da, wenn auch mit einem anderen Männchen. Der davor, ja, wollte ja irgendwie nicht oder konnte nicht, was auch immer. Und jetzt dann eben die Ernüchterung, dass aus diesem Gelege ja, sehr wahrscheinlich nichts geworden ist. Vom zeitlichen Ablauf her müssten wir heute Tag 10, Tag 11 sein. Also eigentlich wäre es genau so die Zeit, wo dann auch die Jungtiere schlüpfen. Aber die sind am Anfang noch so behäbig, ja, das würdest du eigentlich schon sehen. Aber wie gesagt, hier sind so viele Rückzugsmöglichkeiten. Ob jetzt da hinten irgendwas sitzt,
Ja, es müssen ja am Ende auch nur 4 oder 5 sein. Weiß man ja nicht. Ne? Wenn sich da irgendetwas verkrümelt hat, dann ist es jetzt momentan eh nicht erkennbar. Also von daher, die Hoffnung stirbt irgendwo zuletzt. Also vielleicht ergibt sich ja noch irgendwas. Und falls sich da etwas ergeben sollte, na, halte ich euch natürlich auf dem Laufenden. Ja, wäre auch zu schön gewesen, wenn das jetzt hier mit dem Austauschmännchen gleich im ersten Ansatz funktioniert hätte. Aber gut, wer weiß. Vielleicht hat es funktioniert und irgendwo ist in dem ganzen Gestrüpp noch irgendwo ein Jungtier unterwegs. Auch die Einhängetöpfe sind ja einschwimmbar. Die haben ja so riesige Spalten, dass sich da definitiv auch ein Jungviech verstecken könnte. Also so ein bisschen Resthoffnung, weil eben der zeitliche Ablauf ja schon ganz gut passen würde. Heute sind wir, glaube ich, Tag 10 oder Tag 11. Von daher, ja. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Gestern war das Gelege noch da. Normalerweise fallen die Eier dann irgendwann runter auf den Boden, ne, und dann schlüpfen die Jungtiere. So ist das normalerweise. Aber gut, warten wir mal ab. Ja, vielleicht ergibt sich ja noch die eine oder andere Überraschung. Ansonsten, Garnelenbecken unten drunter habe ich jetzt noch nicht weiter gemacht aus gegebenen Anlass. Ne. Ich war jetzt erstmal planungsmäßig wirklich nur, wie bekomme ich den Rückbau vom Bachlauf-Aquarium einigermaßen geregelt hin. Und ich denke mal, die Lösung ist jetzt da und damit werde ich mich jetzt auch das Wochenende dann auch beschäftigen, na, dass das Becken da hinten komplett leer werden kann. Ja, es schade um das Becken, definitiv, aber es wird was Neues entstehen und darauf freue ich mich eigentlich schon, ja, jetzt mittlerweile auch wesentlich mehr, als wie, dass ich da irgendwie noch ein Kroll oder traurig bin, wie auch immer. War eine schöne Reise mit dem Becken, hat sich ganz gut entwickelt und ja, soll dann quasi als Vorlage dienen für den Nachfolger, um da so die ein oder andere Fehlplanung vielleicht ein bisschen vorab gleich zu vermeiden. Insofern, ich habe es ja schon mal gesagt gehabt, es kann nur besser werden und es wird definitiv besser werden. Von der Größe her dann sowieso noch mal eine kleine Schippe obendrauf. Also wenn dann richtig. Ja, in dem Sinne würde ich sagen, Mama und Deckelchen drauf für heute. Auto habe ich jetzt heute nichts weiter gemacht, die ganze Woche über nicht. Seit gestern ist eigentlich ja, Nieselwetter, Pieselwetter. Heute den ganzen Tag nur am Regnen. Deswegen macht keinen wirklichen Spaß. Mal schauen, dass wir dann auch im Garten die beiden Miniteiche noch irgendwie hinbekommen. Eventuell zum Wochenende. Ich habe jetzt noch nicht weiter geschaut, wie das Wetter werden soll. Vielleicht ergibt sich noch die eine oder andere Möglichkeit, um das irgendwie auch noch mit einzuschieben. Ansonsten ist jetzt erstmal mit Hochdruck dran, dass das Bachlauf-Aquarium, wie gesagt, leer wird. So, wie immer, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, gerne ab damit in die Kommentare. Ansonsten Deckelchen drauf für heute und ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Trotz des Wetters, wie auch immer, macht das Beste draus, genießt die Zeit und ich würde mich natürlich freuen, wenn wir uns in einem der nächsten Videos wiedersehen. Habt eine gute Zeit und bis bald. Tschüss.